Herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder beim Eurotruck Simulator 2 im Multiplayer. Heute ein bisschen anderer Start. Wir starten hier unten schon, etwas entfernt vom Steinbruch. Wir werden jetzt nochmal kurz nach... Achso, wer ist wir? Natürlich, Felix ist wie immer dabei. Servus! Ebenso Niklas, wie auch in den letzten Parts. Grüßt euch! Und rein theoretisch war bis gerade noch Minecrafty dabei. Der ist auch in der Eingangshalle im TS. Ich werde mal ganz kurz Minecrafty schreiben. Falls ihr mich hier in Teamspeak, in Steam adden wollt, ne, muss ich ja in YouTube Germany. Das wissen wir, das steht doch bei dir in der Beschreibung. Das steht bei mir sogar in der Beschreibung. Ich schreibe mal in Minecrafty das Channel-Passwort. Das wusste er auch nicht. Naja, gut. Jetzt wissen das alle, die gerade das Video gucken, wie das Channel-Passwort ist. Ihr wisst aber nicht, welcher Channel und ihr wisst auch nicht, welcher TS. Doch, TS wissen sie sogar. Ja, mulchern.de ist jetzt nicht so schwer. Wir fahren nach rechts, Niklas. Ja, ich habe nur gewartet, bis ihr ready seid. Du hast aber den Blinker in die falsche Richtung. Rechts. Aber, ach so, wir fahren nach rechts. Ja, aber wir nochmal nach Dortmund müssen, weil ich unbedingt die Karre reparieren muss. Ja, genau. Ja. Das ist schön, apropos, ach, ich muss mal eben kurz noch auf meine Kopfhörer wechseln. Wir hatten das Fernlicht an. Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, aber einer von euch auf jeden Fall, weil bei mir ist es halt ganz schön hell in der Hütte. Ich habe normales Licht an. So, jetzt höre ich euch über die Kopfhörer. Bedeutet, sorry für gerade eben das Doppelthören. Soweit habe ich noch nicht gedacht. Was für Doppelthören? Yannick, bedenke, du darfst nicht so schnell fahren. Hä, ja, warum? Ich kann doch ihn einholen. Ganz ja, schnell. Ja, stimmt. Ja, also, was ist heute los? Die anderen fahren alle Kies, bestimmt so um die 200.000 Millionen Tonnen. Wir heute ganz leicht unterwegs. Wir fahren einfach nur die Kupferdachrinne mit einem schönen Auflieger, schön lang, so wie immer. 8 Tonnen nach Katowice geht's zu Pospet. Wir sind von Transinet losgefahren, nicht vom Steinbruch wie die anderen. Dementsprechend können wir auch 110 fahren, das ist ganz witzig. Wir fahren heute auf Deutsch also... Für alle, die CSGO interessiert sind, schon mal vorher zum Major, bevor es überhaupt losgeht. Ach, ist er da? Es gibt einen Major in Katowice, ja. Einen der größten, glaube ich sogar. Da wollte ich auch unbedingt mal hin, aber es hat bisher nur bis nach Köln gereicht. Müssen wir jetzt hier abbiegen? Und auf Deutsch müssen wir zurück nach Dortmund, weil auf dem Weg zum Steinbruch hatten wir so einen Helden vom Mercedes-Fahrer. Wir müssen jetzt nach links. Spur geschnitten hat und ihr kennt mich ja. Ich halte da noch voll drauf und bin ihm dann voll. Oh nö! Nein, jetzt bin ich aufs Dach gelegt. So viel zu der Aufliegerstabilität. Ich glaube, ich muss mal eben den ADAC anrufen. Einen Moment bitte. Das hast du sehr gut gemacht. Da haben wir schon mal was Gutes für die Aufnahme. Weiter geht's. Ich der war Titel bei 60 oder so. Das muss ja wohl mal drin sein. Der Aufnahmetitel steht auch direkt fest. Nicht mit dem Auflieger, aber der Titel steht direkt fest. Niklas im Graben. Ich glaube, so war schon der Titelname von einem der letzten Titel. Weiß ich. Ja, da hat sich Niklas... Ah genau, da warst du im Schild. Ja, genau. Jo, das war auch geil. Jo, also man merkt, ich bin eindeutig der talentierteste Fahrer von allen. Man muss jetzt nochmal ganz auf klar, jeden das Fall. Ist schon mal für mich das erste Gesprächsthema hier. Für die Leute, die tatsächlich meinen Channel-Link anklicken sollten und sich wundern, warum ich keine Videos mehr habe, beziehungsweise ich habe schon noch Videos, aber warum nichts mehr kommt, die sollten sich einfach mal das Informationsvideo mit meiner Fresse drauf angucken. Da erkläre ich euch das, warum. Ja, aber du nutzt ja jetzt Twitch, deswegen wird zukünftig unter meinem Kanal nicht nur von Felix der YouTube-Link sein, sondern ebenfalls auch sein Twitch-Link. Da könnt ihr natürlich auch vorbeigucken, wenn er mal wieder was live hat. Das ist sehr freundlich von dir. Eigentlich habe ich vor... Entschuldigung. Jo, gönn dir Hartmann. Eigentlich habe ich vor, so ziemlich... Ja, jeden Tag oder Minimum alle 2 Tage zu streamen. Je nachdem, wie halt die Spielesituation und die private Situation in dem Moment aussieht. Wo müssen wir eigentlich hinfahren zur Werkstatt? Geradeaus, okay? Ja, ich warte schon auf euch dort. Und es kommt halt auch wirklich darauf an, was im Moment so aktiv ist. Ich würde mir sehr gerne mal The Culling angucken, genauso wie H1Z1 King of the Kill. Das ist scheiße.
Also H1Z1. Ja, deswegen würde ich mir auch lieber The Culling angucken, weil Culling ist eigentlich wirklich geil. Das habe ich jetzt schon öfter mal bei Mr. Dalukart gesehen. Und das gefällt mir schon mal ganz gut. Deswegen da einfach müssen wir einfach mal gucken, was noch so kommt. Auf jeden Fall immer LS, ETS und so weiter geben wir uns alles bei mir auf Twitch. Und wenn ich mal wieder Bock dazu habe und es läuft mit der 16-Tick, wird es auch wieder CSGO Matchmaking geben. Und da freue ich mich besonders. 58.000 wegen diesem behinderten Mercedes. Faggot, aber gut, wir haben ja noch 2 Millionen. Also ich wollte gerade sagen, du hast ja genügend Geld angeschafft. Übrigens nichts gegen Mercedes-Fahrer, ja, ich war auch einer. Ja, ich war auch einer, aber in echt. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall noch ein Gläschen. Ja, einen guten Durst. Wir können übrigens, Niklas. Ja, okay, alles klar. Wenn du Gas gibst. Oh, ist ein bisschen voll geworden, das Gläschen. Ja, ich bin auch schon dabei. Jetzt stressen wir nicht. Wie geil ist das denn? Weißt du, was ich mein Mercedes, sehe? Der möchte nicht. Ja, okay, Niklas fährt vor, der hat am wenigsten PS. Also, fahr mal an mir vorbei. Ja, wie soll ich... Alles easy. Warum steht der da so? Hä? Ja, weil er ich habe auf euch ist. Gewartet. Ja, weil er behindert ist, sag ich doch. Hä? Ja, schön. Ich hab einfach nur auf euch gewartet. Ich trinke jetzt noch einen Ja, aber doch nicht mitten auf der Straße. Wo denn hast sonst? Du, hast du deinen Führerschein in der Lotterie gewonnen, oder was? Komm, ja, fahr los, ist grün. Ey, ich bin neben dir, ne, Felix? Wir müssen nach rechts. Ja, dann fahr jetzt! Ja, da ist ein Mercedes vor mir, ich kann nicht so schnell. Weißt du, der hinter uns, der hat sich auch nur gedacht, was für Idioten. Hier ist rot, ja. Vorsicht, liebe Kinder. Der fährt dir trotzdem hinten rein mit seinem Nein, Scania. Nö. Ja, aber hinter mir ist wieder einer hinten reingefahren. Das war ich nicht. Zum Glück fahren die mir nur hinten rein, da kriege ich keinen Schaden. Dass die Anhänger von einem Firma namens Schmied Bitcargo. Passt auf, der MAN überholt. Was willst du? Wer es nicht weiß, die echte Firma dazu heißt Schmidt Cargo Bull. Wenn der jetzt in der Kurve rumzieht, der Du Penisfisch, Mann! Fahr doch mal auf der normalen Straße! Was bist du denn? MAN-Fahrer! Boah, so eine Fotze, Alter! So eine verfickte Scheiß-Fotze, du Wichsköppel, Alter! Ich hab ihn geschnitten wie ein. Ich bin dem voll in die Seite reingefahren. Jo, ihr Biomi! Oh, er zieht raus und da kommt einer. Nee, das ist so ein. Oh! Was macht er hier für ein. Was plant er? Was will der denn jetzt von mir? Komm, fick dich mal groß in deine Muschi hier. Zack, Ui. Da schmeckt mein Anhänger. Mmh, yummy! Meisterfotze. So, alter Schwede, ey. Das ist ein witziges Spiel. Legt euch nicht mit Mulchern an. User joined your channel. Oh, hallo Minecrafty. Ja, grüß dich. Wir fahren übrigens, wir fahren jetzt übrigens am Steinbruch vorbei, also du kannst mal mitfahren. Wir sind kurz vorm Steinbruch in Dortmund. So, Achtung, ich werde jetzt etwas doller bremsen. Ich möchte diesmal nicht auf die Seite gelegt werden. Alles klar. So, wie viel Prozent Schaden haben wir jetzt? 4% an der Zugmaschine, 1% am Auto, am Anhänger. Boah, die Kurve habe ich doch solide genommen hier mal. Meine Fresse, Alter. Habt ihr jetzt die ganze Zeit auf mich gewartet oder was? Nee, wir sind nochmal nach Dortmund gefahren. Absichtlich, ja. Alter, dieser Pisser von MAN, der fährt mir auch hier hinterher oder was? Der will sich echt mit mir anlegen. Mit einem Mercedes-Fahrer, sag ich mal so. Ja, ich hab gleich einen Zwischenfall mit einem MAN-Fahrer. Ja, aber ganz schön gewaltig, du. Aber ganz schön ausgelöst von dir wahrscheinlich. Nö, der ist rausgefahren. Passt auf, ich überhole euch gleich mal links. Oh, komm, zieh. Mit, dann geh ich voll in die Eisen. Oh, jetzt hab ich ihn getroffen. Oh, aber eiskalt in die Leitplanke. Uiuiui. Ui, ui. Okay, ich bleib mal hinter euch. Wir fahren 90, ne? Ja. Ich fahr gerade volles Rohr. Ja, das ist 90 bei mir. Ach, guck mal. Oh, er kommt wieder. Warte, ich bleib auf meiner Spur und du ziehst gleich raus, Felix. Ich sag dir Bescheid. Ja, Jungs, soll ich noch mitmachen? Ich bin noch... Bisschen weiter weg. Wo er ist noch hinter mir. Ja, ich bin 500 Meter vor. Sag mir wann. Ja, guck mal, jetzt versucht er gerade rauszuziehen. Steinbruch vorbei, du kannst mitkommen dann. Ja, ich feiere auch gerade zum Hä? Was will denn der jetzt mit seiner Lichthupe? Ich kann nicht Lichthupe geben.
Jetzt will ich nicht da hinten. Sollen wir jetzt am Steinbruch warten? Ja, jetzt überholt er. Jetzt überholt er. Oh, er ist neben mir. Jetzt kannst du, Felix. Geht der Plan jetzt immer noch nach Katowice? Ja. Ja, es geht nach Katowice. Der ist aber auch geflogen, Alter. Habt ihr den jetzt weggeballert, oder was? Ja. Ich hab in meinen Spiegel gucken müssen, wie ich ausgesperrt bin. Ich hab dich in meinem Spiegel gesehen, aber nicht wieder weggeflogen ist oder so. Alter, der ist. Oh, er kommt wieder. Der gibt nicht auf. Was zur Beachtung. Ja. Sag mal, kann man in Katowice günstig tanken? Nicht, dass du noch gebannt. Ja, in Katowice kann man günstig tanken. Okay. Also man sollte. Wahrscheinlich auch wieder Sprit. Man sollte sich nicht mit der Drunken Driver AG anlegen. Oh nein. Wir sind die Killerfahrer, immer. Ja, das sollte man auch. Ja, der soll mal aufhören mit seiner Lichthupe. Ich wollte gerade, ich sehe das durch dich durch. Ja, ich sehe das auch. Alter, durch zwei. Ja, ich bin im Steinbruch drinne. Komm, geh jetzt raus. Da, oh, der FH-16, der ist so geil. Oh. Gegenverkehr, Jungs. Hä? Der ist doch schon längst vorbei, der Gegenverkehr. Ja. Oh, kann sein. Aber also, ich wollte das nicht vorher sagen, weil ich wissen wollte, was passiert, wenn ich es nicht sage. Ja, er zieht schon wieder raus. Er hat Angst, er hat gebremst. Der hat so hart Angst, Alter. Der hat doch bestimmt schon 50% am Wagen. Hey, ich fahre. Grafikeinstellung fahrt ihr? Auf Ultra? Auf, mit 60 FPS. Weiß ich nicht. Ja. Also ich nehme halt mit. Ich bin schon auf dem Weg, weil ich muss noch meine Fahrt abholen. Ja, dann. Ey, ich mach gleich eine Vollbremsung, Alter, der nervt gerade mit seiner Lichthupe. Jungs, wollen wir hier mal anhalten? Drück Tab. Warum? Oh, Tab raus kurz. Nicht du, Niklas, sondern Yannick, bitte. Was, ich sollte raustabben? Was mache ich jetzt hier auf dem Desktop? Jetzt darfst. Ach nee. Oh, er hat abgebremst, was ist los? Er hat abgebremst. Der dachte sich schon, dass du gleich noch kommst. Jetzt überholt er mich. Er ist neben mir. In Kassel jetzt, glaube ich, mal auf Minecraft warten. Jetzt hat er ein bisschen gelaggt. Da kannst du wieder rein. Hallo? Ja, wir hören dich nicht. Ja, scheint so. Doch, wir hören dich. Was denn? Wir müssen hier in Kassel jetzt eigentlich auf Minecraft warten einmal. Hey, wo ist denn Minecraft? Ja, am Steinbruch gleich. Er holt jetzt seine Fracht erst ab. Ich dachte, die hätte er schon abgeholt. Hier geht's rechts. Achtung, hinter euch ist Kriso mit dem MAN. Einfach mal aufpassen. Mein Internet ist abgeschmiert, als ich auf dem Weg zum Steinbruch war. Ja, das haben wir mitbekommen. Ja, okay, wir warten in Kassel an der Garage. Fahrt zur Garage rein. Wo ist denn die Garage? Hier links. Du bist vorbei. Hör mal, Junge, ich halt rein. Mir ist das scheißegal. Alter! Ja, ich leg mich hier gerade mit einem MAN-Fahrer an. Ich weiß, mit Kriso. Der Wichser. Ich war auch mit einem MAN-Fahrer. Nicht so, na, keine Namen, ne? Wir haben Vorfahrt, Alter. Fahr, komm. Komm, du Mongo. Fahr. Lol. So, ich fahr mal eben zur Werkstatt. Piepst du ihn, oder was? Ja. Aber jetzt kann Yannick weiterschieben von mir aus. Ich muss einfach den Motor wieder anmachen. Ich hab ihn abgewürgt bergauf. Kriso fährt dir hinterher. Ich glaube, der muss auch zur Werkstatt. Verstehe ich nicht. Boah, oh, Niklas, Alter, du kannst hier doch nicht einfach so im Dings stehen. Hey, hier ist doch No Collision Zone, oder nicht? Nee, aber nicht da, wo man in deinen Anhänger reinfährt. Wie was? Wenn man in deinen Anhänger reinfährt, ist noch keine No Collision Zone. Hey, ich stehe hier volles Rohr auf dem Platz drauf. Ja, trotzdem. Nix. Man kann deinem Anhänger trotzdem hinten reinfahren. Ach, deine Mutter. Man kann muss nur schnell genug sein. Oh, Yannick, ich hab den gerade so unfassbar gefickt, das kannst du dir nicht vorstellen. Nice. Und nochmal 32k, easy. Scheiß drauf, Alter. So, ja, darauf trinke ich erstmal einen Schluck, ne, zum Brust, zum Wohl. Ja. Er repariert übrigens gerade auch. Ist hier No-Collision Zone? Ich dock mal an. Ja, hier ist. Ja, logisch, das ganze Ding hier ist No-Collision Zone. Ja, dann war mein Anhänger ja auch in der No-Collision Zone. Ja, hör auf. Übrigens, wisst ihr, worüber ich mich aufregen möchte? Ich möchte mich mal eben hier meine Meinung äußern und darüber aufregen, dass auf verficktem Tabak so eine Scheißbilder von irgendwelchen Raucherlungen drauf sind, für Leute, die nicht mal rauchen. So, fertig. Ihr dürft. Was, du rauchst?
Ich rauche nicht. Aber so. Ich habe American Spirit gekauft, um zu wow. Wow, was mit dem los, Alter? Plötzlich kommt Erik, oh, Felix Scheiße. Hier so an. Zieh dir einmal so durch. Kacke. Ich hab ein Problem. Jungs, ich hab ein Problem. Du kommst nicht in die Garage rein? Ach, komm ich in die Garage rein? Ja, logisch. Ernsthaft? Die ist rechts von dir jetzt rein. Das Tor öffnet sich von beiden Seiten. Aber nicht, wenn sie einem nicht gehört, du Held. Ach so, ach, du hast sie noch nicht gekauft? Ein Spacken. Hä? Ist er dir auch hinterhergefahren oder was? Weiß ich nicht. Ja, der steht hier vor mir. Ja. Der steht hier an der Einfahrt. Aber das ist ja, wo man ein gewinntes Wendemanöver von einem LKW fahren. Oh Gott, Alter. Ich hätte fast mein Whiskyglas umgehauen. Das wäre natürlich blöd. Ich rauche nicht, aber ich smoke gelegentlich. Ja. Was machst du? Ja. Ich kiffe gelegentlich so. Ja. Und? Dein Ernst? Ja. Warum? Warum nicht? Kann ich wissen. Hä? Die Frage sagte schon. Vergiss. Jedenfalls fand ich es kacke, dass auf den Zigarettenpackungen, auf den Tabakpackungen so eine Kackbilder drauf sind. Ich meine, man muss mir das Rauchen nicht abgewöhnen, weil ich nicht rauche. Hä, warum habe ich das? Hä? Doch, du rauchst ja schon. Ja, ich wollte gerade sagen, du rauchst. Ja, nein, eigentlich nicht. Ja aber eigentlich. Nur weil ich einmal im Jahr mir zu Weihnachten ein bisschen was gönne. Und zu Silvester. Ein bisschen was gönne, das ist ja eine schöne Aussage. Ja. Weihnachten, zu Silvester, jedes Wochenende. Nee, einmal im Jahr zu Weihnachten und zu Silvester. Als ob. Ja, hey, nee, wirklich. Jeden Tag. Hä, was? Ich würde aufpassen. Irgendwann machst du das jeden Tag, ich würde aufpassen. Nee, ich werde davon leider nicht abhängig, ich hab's schon ausprobiert. Das funktioniert bei mir nicht. Total komisch. What the fuck? Ich nicht. Ich kann. Hier ist ich kann. Der Kiso. Ja, genau, das ist der uns alles weggebumst hat. Ja, der fährt gerade in Richtung Dortmund. Ja, dann lasst uns jetzt losfahren. Der, wir weggebumst haben. Ja, vorher hat er ja. Wir oder was? Fahren? Ja. Minecrafty wird ja jetzt langsam ankommen, oder? Minecrafty? Gut, ich fahr vorbei. Lol. Ja, sag ich doch. Aber, also einer von euch beiden, ja okay, dann fährt Lukas vor und dahinter Niklas, dann fahr ich und hinten dran. Ich gebe das Tempo. Oder soll ich hinten ran fahren, Felix? Was? Ich fahr mal hinten ran, hinten. Mir ist das egal, wenn ich ehrlich sein soll. Ich hab jetzt so Bock, hier über die rote Ampel zu fahren. Nee, wenn die Ampel rot ist, dann ist die rot. Rot heißt Stopp so, und Grün heißt Gehen. Ne? M. Ja, lustigerweise haben wir alle vorne ein M, aber wir fahren für die D-Duck. Für die Drunken Driver AG. Und, gönnst du dir jetzt gerade das Album, Niklas? Ah, fuck, nee, ich hab schon wieder vergessen, das anzumachen. Lass mal gleich irgendwo rechts ranfahren. Hey, mach doch einfach Handy an und dann eine Box nebenbei, dann können wir mithören. Ja. Oder ja, krieg ich nur ein paar GEMA-Probleme und so, aber... Gibt keine GEMA mehr. Aber das mit Handy war eine gute Idee. Ich kann übers Handy ja auch die auf meinem PC an. Wenn Spotify offen ist, kannst du Spotify darüber steuern, ja? Ja, das mache ja, ich oder so. Gleich. Oh, ich fahr noch einfach. Oh, witzig. Spotify ist bei mir auch immer offen, ist bei mir im Autostart. Achtung, ich fahre mal rechts rüber, ja? Ja, kannst. Habt ihr das auch extra noch? Oh, ganz ja, kannst du dich auch bei mir bedanken? Ja, hier, wie macht man das? rechts, links. Rechts, links. Ja, nicht wie ja da bleibt ihr einfach stehen, ja. Du musst einfach so ein paar Mal hin und her blinken. Nein, eigentlich einmal. Ja, manche machen das öfter. Also ich bisher, ja. Wenn sie LKW hier nicht so langsam fahren. Das ist ein 40er-Schild. Ja, noch nicht, jetzt erst. Alter Schwede, bremst man nicht so früh. Oh, jojo, jetzt war ich im falschen Gang. Janik, bedenke, ich hab Kies vorbei. Ja, die sind kacke, die Dinger. Ja, damit legst du dich öfter hin. Ich komm ja auch nicht hoch, ey. Boah, ich hab hier so einen Mercedes vor mir, der keine Ohren. Ey, bleib doch mal nicht stehen hier, bitte. Ja, ich bin schuld. Und mach mal euer fucking Fernlicht aus. Ich hab kein Fernlicht an. Das ist normales Kackerlicht, Alter. Safe habt ihr Fernlicht an, bei mir ist alles zu hell. Nein! Wir haben Dachlichter. Ich hab das nicht mal an, das hat nur Felix an. Was?
Ich habe meine Dachmontierung nicht an. Da scheppert's, oder? Scheppert's? Komm schon. Lass es knallen. Oh, wir müssen nach rechts. Fahr mal ein bisschen schneller, Niklas. Wir müssen hier rechts runter. Wie soll ich denn schneller fahren? Alles gut, ich bin hinter dir. Kürz ab. What? Nein, oh Gott. Ich muss jetzt abbremsen. Fährt er so auf zwei Rädern schon, ey. Wer ist da wohl auf zwei Rädern gefahren? Das war vielleicht ich. Ich auch. Aber Minecraft ist da voll über die ganze Wiese gefahren. Das war ja mal ein easy Move, Junge. Also wenn das nicht eine optimale Aufnahme jetzt ist. Ihr könnt gerne 90 fahren. Ja, ich arbeite dran. Ich muss erstmal auf euch warten, ihr Vollidioten. Ich bin auch voll in Kanne über die Wiese gefahren, war aber auf zwei Rädern. Ja, dann lasst uns 80 fahren. Dann kann auch Niklas aufholen. Oh, man merkt, dass er versucht, die Züge zu synchronisieren. Alter. Ihr habt die Züge lecken. Ja. Ey, du, glaub mir, ich stand mit Tyrones zusammen an der Bahnschranke, wo das Update ganz frisch war, ne? Und dann kam so Zug, 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 Zug in die andere Richtung, Zug in die andere Richtung, Zug, Zug. Alter, wir standen da eine Viertelstunde und es wurde immer noch nichts gemacht. Haben die einen Patch dafür rausgebracht, für das Update? Und es war immer noch nicht besser. Sind wir auf EU2 gegangen, da hat's funktioniert. Da war es dann richtig extrem synchron, also das war schon ziemlich geil. Für den Chat bei mir nicht wundern, dass ich im Chat im Titel Road to FH16 stehen habe. Das hat einen Grund. Ja, weil du ein FH16 bekommst. Ach, weil du dir einen hier auch holen willst, ne? Nee, das hat schon mit dem Grund zu tun, dass ich morgen einen hole. Ja. Also ja, morgen nehmen wir ja nochmal ein bisschen Viva la France auf, kurz bevor du deinen FH16 holst. Wir können uns ja gerne morgen... Nur zur Info, nach der Aufnahme kommt dann eine Aufnahme zu Vive la France, dem neuen DLC-Add-on für ETS2. Aber wir können uns dann ja einen Volvo vorher holen, wenn du magst. Können wir machen, ja. Ich kann ja kurz schauen, da Richtung Frankreich runter gibt es bestimmt auch irgendwo Volvo-Händler. Luxemburg ist, glaube ich, oder das ist der Scania, aber irgendwo in Belgien wird es auf jeden Fall einen geben. Ich meine, hätte ja nicht 80. Ihr könnt auch 90. Also ich fahre jetzt gerade mit Niklas 90, um euch einzuholen. Aber da kommt eine scharfe Kurve, Niklas, ne? Ja, kannst du voll fahren. Ja, dann seid ihr relativ nah an uns fahren, dann ist okay. Kannst du selbst mit Formel 1 Autos voll fahren? Garantie. Hätte SCS jetzt mittlerweile schon den neuen Scania drin, hätte ich gesagt, wir fahren den neuen Scania, aber da sie den noch nicht haben... Ja, das ist bei SCS aber auch so eine Sache, das dauert immer ein bisschen länger. Aber die Lizenzen haben sie, das weiß ich. Ja, klar. Gerade bei Scania und Volvo kriegen sie die Lizenzen ja sehr schnell. Ja, Iveco Renault auf jeden Fall. Mercedes ist das. Ein schwedisches Unternehmen und Scania, Volvo, schwedische Hersteller. Ja, klar. Renault und Iveco kriegen sie halt schnell, weil die irgendwo auch ein bisschen vermarktet werden wollen. Weil die einfach nur scheiße sind. Oder so. Nur Mercedes ist halt. Ja, Mercedes ist immer so eine Sache. Scheiß Klappertraus-Dinger da. Hallo. Hallo. Bisschen mehr Respekt hier. Wenn du den in echt gefahren bist, dann... Ne? Wobei, der Mercedes Future Truck, der ist schon echt nice. Der Future Truck ist nice, ja. Für die, die das nicht wissen, das ist ein autonomer Mercedes, also mit autonomen Fahren. Nee, halbautonom ist der... das war der Freightliner, ne? Wie heißt der Freightliner, ne? Freightliner, ja. Ja, der Amerikaner, also... Der einfach nur mega geil ist, alleine schon für den Wohnkomfort für den Fahrer. Du hast da hinten Sitzbänke ohne Ende, das ist einfach nur krank. Der ist halt auch, das sind ja diese langen Amerikaner, ich finde die, irgendwo finde ich die generell schon ein bisschen geiler. Ich meine, ich weiß nicht, ob Amerikaner einen langen haben, aber der LKW ist auf jeden Fall lang. Haben. Entschuldigung, da wollte ich jetzt das. Ich bin voll auf dem Gas. Weißt du, was wir noch gar nicht gemacht haben, Yannick? Was denn? Weihnachten angesprochen. Ja, für die, die dieses Video jetzt noch weiter gucken, vielleicht schreibe ich es in den Titel, dann gucken das mehr Leute. Ey, wenn ich in den Titel schreibe Gewinnspiel, gucken bestimmt mehr Leute dieses Video. Richtig. Ich kann es ja auch unten mit reinschreiben in Suchbegriffe, in Tags. Ja, genau. Dann. Ich komme irgendwie nicht voran. Ja, ich weiß. Das sollten wir nicht. Gib mal Gas warten, oder so. Ich gebe die ganze Zeit Gas. Ich habe auch Tempomat an hier, aber irgendwie. Hast du den Retarder an oder so? Ah, wohl. Ja, wenn du da bist, du bist Retarder. Komm mal ein bisschen langsamer extra für. Ja, mach ich. Oberlappen. Jedenfalls. Ist ja demnächst Weihnachten.
Und nach 24 Minuten Part kann man das gut mal ansprechen. Ja, als Belohnung für die, die es bis zum Ende geguckt haben. Genau, als Belohnung für die, die das Video bis hierher geguckt haben, verlosen wir jetzt mal eben den Dirt 3 Key. So. Ja, was müssen wir dafür machen? Darf ich da auch mitmachen? Ja, dafür müsst ihr das Video natürlich bis hierhin geguckt haben. Ja, gut. Das ist das reicht es auch, wenn man bis hierhin mit euch mitgefahren ist? Das würde natürlich auch gehen. Aber ja, dann kann man schneller fahren. Und ihr müsst natürlich jetzt einen Kommentar schreiben. Nee. Doch, ja. Was ihr so Schönes an Weihnachten macht. Ein Abo natürlich. Genau. Das ist perfekt. Und nebenbei könnt ihr gerne noch ein Abo dalassen. Aber ich weiß, wenn ihr ein Abo dalasst, guckt ihr uns eh nicht mehr. Aber die bis hierhin geguckt haben. Das stimmt. Die bis hierhin geguckt haben. Das steht auch nicht unten in der Beschreibung drin, was ihr machen müsst. Ihr müsst aber auch nur einfach einen Kommentar schreiben, was ihr zu Weihnachten macht. Oh, oh. Und nehmt dann automatisch an der Auslosung teil. Uiuiui. Ob er es mit der Familie verbringt und so weiter. Genau. Ja, ganz einfach. Vielleicht habt ihr auch noch ein Lieblingsessen, was es nur zu Weihnachten gibt. Ente, Gans, Hirsch, Kuh, Felix, Mensch, was? Komodo Varan. Ja, also wie langsam fährst du denn da? Ja, ich will auf die Lappen warten. Sind immer ja, Niklas fährt voll langsam, ne? So, und ich fahre hier 84, mehr gibt der Wagen nicht her. So, und jedenfalls, wird das Ganze natürlich auch einen Zeitpunkt haben, bis wann das spätestens geht. 23.12. Nee. 24.12. 0 Uhr 0 und 1 Sekunde. What? Alles klar. Nee, da bin ich ja gar nicht mehr hier. Also, ich würde sagen, bis zum... Also 23. Bis zum Donnerstag, dem 22.12. Ja, also bis zum 21.12. 20 Uhr könnt ihr noch Kommentare schreiben und dann werde ich am Donnerstag eine Aufnahme machen, in der das Ganze ausgelost wird. Ganz einfach. Also bis zum 22.12. habt ihr Zeit. Jetzt heute ist der... Der 11. Der Part kommt natürlich am 11. Also habt ihr jetzt genau 11 Tage Zeit, um in die Kommentare zu schreiben, was ihr zu Weihnachten macht, wenn ihr einen Dirt 3 Key haben wollt. Und eventuell, falls ganz viele schreiben, kann ich mir ja noch überlegen, einen zweiten oder einen dritten Key zu verlosen oder ein Spiel im Wert von so und so viel Euronen. Mein Unternehmen sponsert dieses Gewinnspiel. Dein Unternehmen? Ja. Motorsportmanager. Naja, aber wir können uns wirklich mal überlegen, dass ich mit meinem Unternehmen irgendwas für deinen YouTube-Kanal irgendwie... Hey, das ist voll die Idee. Du hast ja ein voll Weihnachten. Voll krasses Unternehmen, ne? Ja. Oh, jetzt fahr mal ein bisschen zu, bitte, vor mir hier. Ja, jetzt gib mal ein bisschen Gas hier, Leute. Warum? Ich fahr dir gleich hinten rein. Ja, Entschuldigung, der hat den Tempomat nicht akzeptiert. Will er noch mal weg von mir hier? Ich bin bei 110, bei was seid ihr? Er war 87, ich glaube, ich sollte mich doch mal Ich komme nicht vorbei, das ist jetzt ein Problem. Du kannst gern wieder reinfahren. Oh, ja, mach ich jetzt auch. Da kam eine Kurve. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, noch eine Kurve. Und für die Leute, die dann Interesse haben, bei Twitch Streams zu gucken, sollten wir bis zum 31. Dezember diesen Jahres 100 Follower vollkriegen, gibt es auch bei mir nochmal 3 Keys zu gewinnen von irgendeinem Spiel. Mal schauen, was das war jetzt nicht geplant. Noch so gibt.